Es hat sich in der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung zu einer schönen Tradition entwickelt, Mieter, die auf eine 50- bzw. 55-jährige AWG-Mitgliedschaft zurückblicken können, einzuladen und zu ehren. So konnte Vorstandschef Norbert Karsten am Dienstag 110 Mitglieder im Kurhaus begrüßen, die auf dieses stolze Jubiläum zurückblicken können. In seiner Begrüßung dankte der Vorstandsvorsitzende den Mietern für ihre Treue und Zuverlässigkeit. Bei Kaffee und Kuchen gingen die Gedanken vieler Mieter 50 und 55 Jahre zurück, wie sie damals unter oft schwierigen Bedingungen Arbeits- und Geldleistungen erbracht haben, um eine Wohnung zu bekommen. So auch Joachim Scholz, der 1960 in die AWG eingetreten war. Es war ja sehr kompliziert, damals, wie wir in die erste Wohnung einzogen, das war 1962. Das war für uns natürlich ein ganzer Neustart mit Heizung, mit allem. Das kannten wir ja sonst gar nicht. Und das Schöne war auch, man musste immer wieder mal umschalten, wenn man zur Arbeit ging. Die Straßen waren ja nicht fertig, das war alles aufgerissen. Wir hatten unseren Busch, wo wir unsere Schuhe hinpackten. Wenn wir aus der Arbeit kamen, haben wir uns dann erst umgezogen, damit die Schuhe dort stehen blieben. Das war natürlich auch ein Erlebnis für uns. Vieles hat sich in den Jahren geändert. Warteten früher die Mitglieder auf eine Wohnung, so warten heute die Wohnungen auf die Mitglieder, sagte der Vorstandsvorsitzende. Geblieben aber ist der Zusammenhalt unter den langjährigen Mietern. Ja, einmal die Gemeinschaft und man hält zusammen, auch im Haus. Alle, wie wir so wohnen, sind alle fast zur gleichen Zeit eingezogen. Einige sind schon verstorben und es lebt sich in der guten Gemeinschaft zusammen. Ja. Norbert Karsten informierte auch über das aktuelle Geschehen in der Genossenschaft. So versicherte er, dass die Verschmelzung mit den Genossenschaften in Krakow am See und Parchim eine Erfolgsgeschichte geworden sei. Auch eine Dividende werde es 2015 wieder geben. Und im nächsten Jahr steht der AWG selbst ein rundes Jubiläum ins Haus. Sie besteht dann 60 Jahre und wird das Ereignis am 24. Juni im Kurhaus gebührend feiern.